Schule in Köln ist bekannt als zentrale Ausbildungsstätte für den Nachwuchs an Sportlehrern in der Bundesrepublik. Professor Karl Diem, der verstorbene Leiter der Sporthochschule Köln, der bis ins hohe Alter hinein vorbildlich in seinem sportlichen Tun und Denken war, sagte einmal vor seinen jugendlichen Schülern: Die Übungsfolge muss wie eine Melodie komponiert werden. Einfallreich und mitreißend und von einem geheimen Wohllaut getragen. Gelegentlich aus voller Kraft bis zum letzten Hauch der Brust, dann wieder die rechte Ruhe, der rechte Schlaf und wenig Raubbau durch schädliche Reize. Die Sporthochschule dient nicht zuletzt der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet des Sports und der Sammlung aller einschlägigen Literatur. Sie unterrichtet in der Pädagogik, der Soziologie, der Geschichte des Sports und vielen anderen Fächern. Die Sportmedizin ist einer der wichtigsten Zweige der wissenschaftlichen Forschung und zugleich wesentlicher Bestandteil des Unterrichts. So werden zum Beispiel die menschlichen Organe beobachtet, wie sie sich im Zustand der Ruhe und bei Belastung durch verschiedene sportliche Übungen verhalten. Auf eine Sportart allein sollte sich das Training niemals beschränken. Auch wer sich spezialisiert hat, um etwa Höchstleistungen im Hochsprung, im Diskuswurf, im Skispringen oder im Hindernisreiten zu erzielen, muss für einen Ausgleich durch andere sportliche Übungen sorgen. Die Gymnastik, insbesondere die rhythmische Gymnastik, wird von Sportlern bevorzugt, die vor oder nach einer Höchstleistung den Körper entspannen wollen. Alle sportlichen Übungsstätten sollen so zweckmäßig wie nur eben möglich eingerichtet sein. Deshalb studieren nicht nur Ingenieure und Architekten anhand von Modellen, was für das sportliche Training am zweckmäßigsten ist, sondern auch die Sportlehrer, die ihre Schüler trainieren. Die Sporthochschule dient auch auf diese Weise als Lehrer und Berater dem Sport und den Sportlern in aller Welt. Die Zahl der ausländischen Studenten an der Sporthochschule wächst von Jahr zu Jahr. Gemeinsam mit ihren deutschen Sportkameraden lernen sie in den Hörsälen und üben auf den Sportplätzen. In dieser Gemeinsamkeit entwickeln sich oft fast von selbst neue Trainingsmethoden und einer lernt dabei vom anderen. Das Trampolin als neuartiges Sportgerät bietet artistische Möglichkeiten, erfordert zugleich jedoch Mut und Körperbeherrschung. An den künftigen Sportlehrer werden überhaupt vielfache Anforderungen gestellt. Sportliches Vorbild kann nur sein,
wer in vielen Disziplinen leistungsfähig ist. Und in Abendkursen werden in der Sporthochschule Trainer sowie Sport- und Turnwachte der Vereine ausgebildet. Auch sie sollen durch vielseitige Leistungsfähigkeit Vorbilder sein, die über die Vereine in alle Schichten der Bevölkerung und in alle Altersstufen hineinwirken. Deshalb wird dieser Ausbildung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Deshalb sind viele Sportler mit anerkannten Spitzenleistungen als Lehrer und Ausbilder an die Sporthochschule verpflichtet.